Moin Leute und willkommen zum dritten Vlog aus Köln. Hey, was geht? Ich habe jetzt gerade das alte Video geschnitten, das ihr wahrscheinlich bestimmt auch schon gesehen habt. Und jetzt gehe ich kurz duschen. Mittlerweile ist es schon 3 und in 1,5 Stunden geht mein Zug. Ich muss in der Zwischenzeit jetzt gleich mein Video freischalten, duschen und noch einmal kurz zu Luca und ihm mein Kabel wiederbringen. Und in 1,5 Stunden geht mein Zug und deswegen muss ich mich jetzt echt ein bisschen beeilen. Bis gleich. So. Wisst ihr, was mich am meisten abfuckt? Ich habe morgen schon wieder Schule und ich habe gerade erfahren, dass ich am Mittwoch eine Bio-Klausur schreibe. Und ich habe echt noch keinen Plan, wie ich das machen soll. Ernsthaft. So, ich habe jetzt gerade schnell mein neues Video freigeschaltet und jetzt muss ich schnell meine Sachen packen. So, ich habe jetzt alles gepackt und normalerweise müsste ich jetzt los, wenn mein Zug in einer Stunde kommt. Ich würde sagen, eine letzte Runde Mario Kart ist auf jeden Fall noch drin, oder? Auf jeden Fall. In 45 Minuten geht mein Zug. Ich gehe jetzt mal ganz schnell zu Luca. Werf ihn mit diesem Kabel ab und dann fahr ich nach Hause, 5 Stunden lang. Möchtest du mir irgendwas zum Abschied sagen? Komm nie wieder. Tschüss, Jona. Tschüss, Jona. Tschüss, Jona. Jona. Hau rein. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Hallo, Jona. Hier. Tschüss, Jona. Sehr gut. Kann man das schön drehen? Ja, so ist gut. Ja. Okay, danke. Cool. Okay, bitteschön. So, ganz entspannt. In 20 Minuten fährt erst mein Zug. Und hier ist der Dom. Tada! Sehr cool. Okay, ab geht's nach Hause. 5 Stunden Fahrt. Huhu, geil. Leute. Ich bin wieder zu Hause, Leute. Bevor ich euch jetzt von meiner unglaublichen Heimreise erzähle, habe ich jetzt noch mal eine Kleinigkeit für euch. Und zwar, es hat etwas mit dieser Handyhülle zu tun. Ich hatte eine kleine Zusammenarbeit. Und wie ihr seht, oder da, ich weiß es gar nicht. Dies ist eine Produktplatzierung. Viele werden jetzt sagen, du hast dich wohl verändert. Aber nein, Leute, das ist echt eine richtig coole Sache. Genau, du, pass jetzt mal auf. Denn es gibt etwas gratis, also fast gratis. Und zwar habe ich jetzt eine kleine Zusammenarbeit mit der Seite Fotogifts. Aha, sehr interessant. Auf dieser Seite kann man sich Handyhüllen erstellen, genauso eine wie die hier. Nur das Coole an dieser Aktion und der Grund, warum ich jetzt gerade Werbung für die mache, ist nämlich, dass ich für euch ausgehandelt habe, dass man nämlich auf dieser Seite Handyhüllen gratis bekommt. Das bedeutet, dass du, genau du jetzt gerade zu Hause, dir auf dieser Seite eine Handyhülle erstellen kannst mit einem Motiv deiner Wahl. Damit du diese Handyhülle bekommst, müsst einfach nur auf den Link unten in meiner Beschreibung gehen und da einmal raufklicken und dann könnt ihr da ganz einfach schon eure Handyhülle bestellen mit eurem Design. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wo ist der Haken bei dieser Sache? Ja, sehr gute Frage. Es gibt einen kleinen Haken. Und zwar, man muss die Versandkosten bezahlen. Aber ich habe jetzt mit den Leuten da ausgemacht, dass wenn ihr über den Link, der in meiner Beschreibung steht, eine Hülle kauft, dass ihr dann sogar noch Prozente auf die Versandkosten bekommt. Das bedeutet, ihr bezahlt fast gar nichts für so eine Handyhülle und die bekommt ihr dann gratis zugeschickt. Ich finde, da kann man echt nicht meckern und das ist eine coole Aktion. Tu dich einfach selber einen Gefallen und guckt einmal vorbei auf der Seite. Ihr müsst nicht unbedingt mein Gesicht da drauf haben. Ihr könnt natürlich auch eine Handyhülle für eure Freundin machen oder für eure Mutter oder so. Ich habe eine kleine Idee, wir machen das so. Wer so eine Handyhülle hat und damit ein Foto auf Instagram postet, darf mich gerne mal auf dieser Hülle markieren und dann like ich das Bild und kommentiere es auch. Ihr wisst, was zu tun ist, checkt die Seite einfach mal ab. Wenn nicht, dann nicht, aber ich kann es euch echt nur raten. Und ja, genug Werbung gemacht. Weiter geht's mit dem eigentlichen Vlog. So, wo waren wir stehen geblieben? Nicht wundern, ich bin jetzt gerade kurz reingegangen, weil es draußen echt verdammt warm ist. Ach ja, genau, meine Rückfahrt aus Köln. Ja, genau, wo fange ich an? Also ich bin echt ein ziemlicher Trottel, das wisst ihr ja. Das ist kein guter Anfang. Ich wollte gestern am Sonntagnachmittag mit dem Zug von Köln nach Lübeck nach Hause fahren. Ich habe nichts Böses gedacht und habe einfach mal einen Zug um 16.48 Uhr in Köln vom Hauptbahnhof gebucht. Ich hätte insgesamt eigentlich genau 5 Stunden unterwegs sein sollen und ich hätte einmal in Hannover umsteigen müssen. So, jetzt geht's aber los. Und zwar, es ging damit los, dass mein Zug von Köln nach Hannover 34 Minuten zu spät ankam in Hannover, als er eigentlich hätte ankommen sollen. Das hatte zur Folge, dass ich meinen Anschlusszug von Hannover nach Lübeck nicht mehr bekommen habe. Leider war aber dieser Anschlusszug von Hannover nach Lübeck der einzige Zug, der von Hannover nach Lübeck direkt gefahren ist. Das heißt, ich musste in Hannover warten und musste dann von dort erstmal nach Hamburg fahren und von Hamburg nach Lübeck. Soweit schon mal verständlich. Sobald ich dann in Hannover angekommen war, musste ich dann erstmal zu dem Informationsschalter und habe dann da 30 Minuten mit den anderen ganzen Passagieren gewartet, die auch ihren Zug nicht bekommen haben danach. Nachdem ich das dann da mit der netten Dame geklärt habe, machte ich mich dann auf meinen Weg zu Gleis 8. Wo ich dann eigentlich mit dem Zug nach Hamburg fahren sollte. Auf der Tafel stand, und ich bin mir wirklich sicher, dass es da stand, dass jetzt in diesem Moment gerade der Zug nach Hamburg kommt. Außerdem liefen durchgehend Durchsagen, dass dieser Zug jetzt gleich einfahren wird. Und jetzt fragt mich bitte wirklich nicht, wieso, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es tatsächlich geschafft, in den falschen Zug einzusteigen.
Ich bin einfach in den falschen Zug eingestiegen. Und das Ding ist, das habe ich noch nicht mal direkt gemerkt. Also ich in Hannover bin in diesen Zug eingestiegen und als ich dann da saß, konnte ich leise ein Gespräch von zwei älteren Herren wahrnehmen, die darüber diskutiert haben, was sie dann als erstes machen, sobald sie zurück in Leipzig sind. Das war der erste Moment, wo ich mir dachte, vielleicht sitze ich im falschen Zug. Aber hey, ich dachte mir, nein, das wird schon alles richtig sein und habe mir wieder Kopfhörer reingemacht. Nach weiteren 10 Minuten hatte ich doch ein etwas unwohles Gefühl im Bauch, sage ich mal, und bin dann mal aufgestanden zum Schaffner und wollte mich erkundigen, wo wir denn eigentlich gerade hinfahren. Allein das war mir schon so richtig, richtig unangenehm, weil wer geht denn bitte, während der Zug schon fährt, zu einem Mitarbeiter und fragt, hey, wo fahren wir eigentlich gerade hin? Übrigens, ich habe gar kein gültiges Ticket. Ah, bescheuert. Auf jeden Fall ich dann zu dem Typen dahingesteppt und ihn gefragt, hey, wo fahren wir eigentlich hin? Darauf meinte dieser dann, ja, Leipzig, ne? Ich so, alles klar. Bin dann ungefähr so zurück zu meinem Platz gegangen und habe mich hingesetzt. Nach weiteren 5 Minuten Warten bin ich dann nochmal aufgestanden und habe den Typen gefragt, den ich davor schon gefragt habe, wo denn die nächste Haltestelle ist. Und zum Glück meinte dieser dann, ja, die ist in Braunschweig. Währenddessen waren aber schon 40 Minuten vergangen und sobald ich dann in Braunschweig angekommen war, war es dann auch schon 9 Uhr abends. Um 9:30 sollte ich eigentlich zu Hause sein in Lübeck. Als ich in Braunschweig angekommen war, habe ich dann erstmal auf mein Handy geguckt und habe nachgeforscht, was die beste Verbindung nach Lübeck war. Leider gab es so etwas wie eine beste Verbindung nicht, weil von da aus dauert es 4 Stunden nach Lübeck. Also ich dann in Braunschweig nochmal eine Viertelstunde auf meinen Zug zurück nach Hannover gewartet. In Hannover musste ich dann nochmal 20 Minuten auf meinen Zug nach Hamburg warten. Dann bin ich 2 Stunden nach Hamburg gefahren. Ungefähr um 0:10 Uhr kam ich dann auch mal in Hamburg an. War gefühlt der einzige normale Mensch an diesem Bahnhof. Da waren echt viele komische Menschen. Und musste dann da nochmal 20 Minuten auf meinen Zug nach Lübeck warten. Was ich euch aus dieser kleinen Story mitgeben kann, achtet immer genau drauf, in welchen Zug ihr einsteigt. Ganz wichtig, merkt euch das. Immer gucken, wo ihr hinfahrt. Das war's mit dieser Story. Trotzdem gibt es noch ein, zwei Sachen, die ich in diesem Vlog machen wollte. Also kommt mal mit. Chillt mal kurz da, ich muss kurz ein paar wichtige Sachen klären. Guten Tag, Püschel mein Name. Ja, das machen wir. Püschel. P-U-S-C-H-E-L. Ich habe jetzt noch ein paar andere wichtige Termine. Und zwar muss ich zur Post und ich muss... Irgendwas war noch. Ich glaube, ich muss den Müll rausbringen. Ich war bei der Post. Zeit für meinen kleinen Fashion-Haul. So, im ersten Paket war dieser Beutel hier super klein. So klein habe ich den nicht erwartet. Krass. So, zum einen habe ich diesen blauen Supreme-Beutel, beziehungsweise diese Umhängetasche. Das sind ja diese Drogendealer-Taschen, die jeder kennt. Die Sachen jetzt sind aus dem Drop von Woche 13, glaube ich. Diese beiden Shirts. Einmal das Shirt. So. So sieht das aus. Hinten mit so einer Karte drauf, mit so einer halbnackten Frau. Und hier steht Vampirella. Ich fand die Sachen ganz cool, vor allem mit der Karte. Und das andere T-Shirt. Das Shirt ist ein bisschen anstößiger, weil da ist so eine wirklich halbnackte Frau drauf. Fand ich aber ganz cool. Also vor allem die Farbe, sehr cool. Hier nochmal raufgedruckt in der Old English Schrift. Und dann noch einmal Unterhosen. Ja, kann man immer gebrauchen. Und diese Cap. Manchmal trage ich Caps. Euer Fresh Swag, Swag Boy, Swag. Ja! Okay, ich muss jetzt schnell hoch zum Essen. Euer Swagboy Jona verabschiedet sich von euch. Das war's soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein riesiges Danke nochmal an Max und Luca für das coole Wochenende. Danke vor allem an Max, dass ich bei dir pennen durfte. Sowas ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür, Bro. Und denkt an die coole Aktion. Der erste Link in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Klickt drauf, zieht euch eine Gratishülle. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und genießt das gute Wetter. Geht raus oder so. Ciao.